Heute traden wir uns weiter von einer Cat zu einer Huge Cat. Und wir haben tatsächlich sogar 2 Milliarden Gems erreicht. So, wir gehen, Leute. Like das Video, abonniert den Kanal, da fangen wir auch schon an. Wehe, du gönnst mir nicht den Merchant. Wehe, du stiehlst den ersten Respect-Level. Von mir aus kannst du den zweiten und den dritten. Jetzt kommt noch der! Jetzt kommt noch der! Geh doch mal weg! Geh doch mal weg! Was wollt ihr von mir? Ich hab hier Dominus Infernus einfach nur. Mehr hab ich nicht. Wehe, die klauen den ersten. Wehe. Wehe, die klauen das erste. Wehe, die klauen das erste. Ich drehe am Rad, wenn die das erste klauen. Darauf erstmal ein Geschenk benutzen. Ich drehe am Rad, wenn die das erste klauen. Oh mein Gott. 60 Tech Coins, das ist doch nice. Noch eine Minute, Leute. Wir haben noch eine Minute, bis der Merchant kommt, ne? Konzentration Maximum, der. Warum spawnt der Merchant nicht? Das. Ich hab den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften. Ich hab alle fünf gekauft. Oh, das war ein Hustle. Ich hab die für 6 Millionen gekauft. Fast 6 Millionen gekauft, okay. Huch. So, der Pixel Dragon Rainbow ist 20 Millionen Gems wert. Das heißt, ich werde erstmal die Vorbereitung, damit wir erstmal demnächst so machen, so. Mache ich erstmal hier 20M Gems, nenne ich jetzt alle einfach mal, ne? Der ist hier in Rainbow 20 Millionen Gems wert. Deswegen heißt jetzt jeder hier von denen 20 Millionen Gems. Wenn wir alle versuchen, für 20 Millionen Gems wegzubrechen. Und dann machen wir nochmal das Gleiche. Und dann wieder das Gleiche. Und dann wieder das Gleiche. Und dann wieder das Gleiche. Oh mein Gott. So, okay, jetzt haben wir hier an sich noch nicht, wir haben natürlich noch keinen Gem-Profit gemacht. Aber natürlich, Leute, haben wir jetzt schon mal hier 5, ja, also wir haben jetzt insgesamt 100 Millionen Gems an Pets und haben dafür 25 Millionen Gems gezahlt. Das heißt, wir haben jeweils einen Profit von 15 Millionen gemacht, ne? Was schon ziemlich wild ist, ne? Und sobald wir erstmal nochmal diesen ersten hier freikaufen, könnten wir theoretisch sogar uns den Empyrean Axolotl in dem Fall zum Beispiel kaufen. Obwohl, lohnt sich der Empyrean Axolotl eigentlich? Schwierig. Also der Empyrean Axolotl ist in Rainbow auch 20 Millionen Gems wert. Deswegen will ich tatsächlich nicht auf den Empyrean Axolotl gehen, wenn er bei Tier 2 da ist. Aber der Pixel Dragon, der lohnt sich in Rainbow. Der lohnt sich. So, Leute, gehen wir mal unser Bestes, einfach hier ein bisschen was zu traden. Wir haben hier 5 Pixel Dragons in Rainbow und ja, gestern gekauft, ne, vom Merchant. Fangen wir mal ein paar Leute an. Da fangen wir an mit You. Willst du mir 20 Millionen Gems geben für den Pixel Dragon? Ah, leider nicht, leider nicht. PT Hugel, willst du mir 25 Millionen für den Pixel Dragon geben? Pack den Festival Elfen rein, sehr wild. Willst du mir dafür was geben? Mein Festival Elf ist leider nichts mehr, ja, wert. Ich glaube aber nicht, schade. Ich habe auch eine Idee, warte. Jetzt, wo wir es sowieso, ja, verkaufen wollen, glaube ich, wird sowieso jetzt eine gute Idee sein, in den Chat auch zu schreiben, dass wir Pixel Dragons in Rainbow für 20 Millionen Gems verkaufen. So, Selling Pixel Dragon for 20M Gems. Hier haben wir kurz, so, jetzt erstmal in den Chat einfach schreiben. Ne, vielleicht trade mich ja tatsächlich sogar jemand an. Ansonsten können wir noch weiter versuchen, die anderen Leute hier anzutraden. Fangen wir an mit, machen wir weiter mit Zero. Geht nicht. EL Bay. So, okay, willst du mir einen Pixel Dragon, willst du mir 20 Millionen Gems für einen Pixel Dragon geben? Du packst einen viel Demon in Dark Metal und packst den raus. Oh. Ah, verdammt. Nee. Nein. Oder? Ich glaube nicht, dass ein viel Demon in Dark Metal immer noch 20 Millionen Gems wert sind. Wir können auch nachschauen, ne? Nee, der ist 15 Millionen Gems wert in Dark Metal. Deswegen, dann würden wir erstmal Minus machen. 5 Millionen Gems Minus. Deswegen, das machen wir nicht. Traden wir aber weiter Leute an, ne? Machen wir weiter mit Pro. Geht nicht. Slime Brother. So, gibst du mir 20 Millionen Gems für einen Pixel Dragon? Du packst den Feenkönig und den Fairy Queen rein. Und Leben ist hart. Machen wir dann weiter mit Oyunzu. Gibst du mir 20 Millionen Gems für den Pixel Dragon? Komm schon, bitte. Ich glaube, ich sollte mal meiner Nachricht schreiben: Selling 5 Pixel Dragons. Und ich selling Pixel Dragon generell. 100.000 Gems? Nein, Bruder. Nein. Egal, schreiben wir erstmal nochmal die Nachricht hier rein. Vielleicht stellt mich tatsächlich sogar jemand an. Aber irgendwie scheint es so nicht, ne? Gut, machen wir weiter mit Nardin. Hab ich abgelehnt. Dann Reaper. So, hier. Zu einem Pixel Dragon. Was gibst du mir für den? Packst du erstmal eine Dark Matter Pixel Demon rein. Und jetzt kennst du. Verdammt. Machen wir dann mal mit Turk. Hallo. Da jetzt. Gibst du mir 20 Millionen Gems, please? Packst du den Pixel Demon rein. Und du willst den verkaufen, oder? Ja, Leben ist hart. Ich meine, Turk, ich würde den Trade annehmen. Jetzt hat er den. Ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß nicht, was er von mir möchte. Ich meine, theoretisch können wir für den Trade erstmal 5 Pixel Dragons reinmachen. Ein Rainbow von mir aus. Meint er, wird das annehmen? Ich glaube nämlich nicht, aber. Wir können es ja, okay, er hat sich angenommen. Keine Ahnung, was seine Mission in dem Fall dann war. Machen wir mit Agatella. Willst du mir 20 Millionen Gems für den Pixel Dragon geben? Nein. So traurig. Matti hat mich angetradet. Okay, 20 Millionen Gems für den Pixel Dragon. Hat abgelehnt. Das ist ein lames Hub-Moment. Wie sieht es denn mit Cool Orthodontist aus? So, hab ich abgelehnt. Axalotl. Geht auch nicht. Spam-Name. Geht nicht. Ramal. Gibst du mir immerhin für den Pixel Dragon 20 Millionen Gems? Verdammt. Dann Olaf Kaluzny. So, hier. Gibst du mir was? Der packt jetzt irgendwie richtig viele Pixel Demons rein in Rainbow. Okay. Das ist schwierig, weil ich nicht die Gems habe für den Pixel Demon in Rainbow. Ich hab nicht die Gems für den Pixel Demon in Rainbow. So, mit Kali Paluch. Nee, Mayrush Art. Auch nicht. Snoop. Können wir auch nicht antraden. Und Scooty
Bori. Let's go, komm schon bitte, du bist der Letzte. Nein! Dann schreiben wir nochmal kurz in den Chat hier rein, so. Vielleicht will mir tatsächlich jemand dich untrain und dann gibt er mir irgendwie Gems für meine Pixel-Dragons. Vielleicht passiert's ja. Can you give me your pet? Ich glaube, da meint nicht mich. Oh mein Gott, aber die ignorieren mich leider Gottes an. Das heißt, keiner von denen will die schönen... Oh, warte. Die schönen Pixel-Dragons hier haben, diese hier. Keiner will die dann haben. So schöne Server. Okay, ich werde direkt schon von Dead Avocado angetrainiert. Nein, geht nicht, egal. Dann schreibe ich jetzt mal hier ein paar Sachen in den Chat. Selling 5 Pixel-Dragons, Leute. Oh, okay, ich werde angetrainiert. Okay. Bitte. Gegen den 404 Demon Gold zu traden ist nicht gut. Der in Gold vielleicht 2 Millionen wert, der Gems wert oder so? Nee, das ist nicht, das ist echt kein guter Trade. Der in Gold ist kaum was wert. Der in Gold ist wirklich 2 Millionen Gems wert. Komm schon, Leute, komm schon, komm schon. Oh, warte, nee. Leute, wollt ihr mich zufälligerweise antraden, please? Oh, Lean, let's go, komm, komm. Pixel Dragon, gibst du mir dafür 20 Millionen Gems? Komm schon, Lean. Oh, 40 Millionen Gems? Okay, dann machen wir 2 draus, let's go. Dann machen wir 2 draus. Komm schon, bitte, bitte nimm das an. Dann haben wir schon zweimal jeweils 15 Millionen Gems Profit gemacht. Das wäre sehr, sehr stark. You said 5. Hä? Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, oh mein Gott. No, 20M. Ich glaube, ich habe falsch geschrieben. Kann das sein? Oh, ich habe... Oh, nee. Ja, vor 20M. Gems, ich habe geschrieben. Ah, ich lost. Ja, lost. Sorry, ich habe falsch Englisch gemacht. Ich habe gesagt, dass ich nicht einzeln verkaufe. Tut mir leid. The Ghost Mile, Digga. Hier, Pixel. Oh, das war lost von mir. Das war lost von mir. Ja, der englische Boss. 8 Millionen Gems. Oh, okay. 80, okay. Warte, warte. Hier. Die Attacke. Da hast du deine 4. Oh, nice. Das ist wild. Jetzt haben wir schon 4. Hier weg. Jetzt schon. Das ist sehr stark. Jetzt brauchen wir nur noch eins wegzubekommen, Leute. Noch eins. Noch eins muss weg. Noch eins muss weg. Boruto hat mich jetzt auch angetradet. Willst du den letzten für 20 Millionen Gems abkaufen? 100 Millionen Gems. Ah, ich hab nur einen. Ich hab nur einen, Bruder. Mir leid. AF Dark Matter. Okay, Bruder. Okay. Cool. Also, funktioniert tatsächlich jetzt besser auf diesem Champion Plus auf dem zweiten alleine schon, als ich dachte, ne? Komm, machen wir das noch ganz schnell so hier ein bisschen mischen. So. Gut, okay. Ich würde mal sagen, es wird jetzt Zeit halt anzutraden, ne? Weil ich werde jetzt ignoriert, leider Gottes. Ich glaube, keiner will mehr die so selber kaufen. Deswegen traden wir Leute an. Vielleicht geben die mal so welche Sachen, ne? Pack einen Hippomellen rein. Kann ich leider nicht für offern. Und außerdem ist nicht 3 B-Gems, sondern 2, Bruder. Trotzdem aber kann ich leider nicht für offern. Da muss ich ihn leider ablehnen. Oh, der hat sogar selber gemacht. Perfekt. Machen wir mit Use. So, gibst du mir dafür 20 Millionen? Einen Koala. Leben ist hart. Dann ist hier nochmal Santa Manta. Hier Pixel Dragon. Hat gecancelt. Dann Hamse. Hier Pixel Dragon. Pixel Rosas. Problem ist halt bei den Pixel Rosas, die würde ich nicht traden. Der ist es nicht wert. Warte. Was? Wegen besserer Verzauberung. Nee, das ist auch nicht besser. Was macht der? Was ist seine Mission? Okay, also jetzt will er die Pixel Cat und den Axolotlsten Dark Matter geben für diesen Pixel Dragon. Könnte theoretisch aus diesen zwei Dark Matter Pets mehr bekommen, aber die werden halt nicht wirklich getradet, deswegen gehe ich dafür nicht. Ich könnte aus denen aber theoretisch mehr bekommen, deswegen, aber trotzdem, nee, würde ich nicht annehmen. Wäre zu viel Arbeit, wäre zu viel Arbeit dafür jetzt nochmal für die alleine schon zu suchen. Es ist schon schwer genug für die Pixel Dragons Leute zu finden. So, okay, Logo, kann ich jetzt? Nach 60 Sekunden, da warten wir noch 60. So, Logo jetzt, immer noch 4 Sekunden warten, Mist. So, jetzt geht's jetzt? Es geht jetzt, perfekt. So, gibst du mir 20 Millionen Gems für den Pixel Dragon? Gibst du dafür den Pixel Küken in Gold. Was? Okay, machen wir weiter dann mit Michiel. Gibst du mir 20 Millionen Gems für den Pixel Dragon? Gibst du mir einen Dark Matter Pixel Demon? Ist der nicht irgendwie mittlerweile 200 Millionen Gems wert? Dark Matter sind die 600 Millionen Gems sogar wert. Okay, warte. Komm, wir traden mal Michiel an und geben mir einfach all meine Gems. Geben mir einfach all meine Gems für seinen Pixel Demon, okay? Geben mir einfach alle meine Gems dafür, weil wir können den für 600 Millionen verkaufen. Das heißt, wir hätten dann einen Profit von 700 Millionen Gems. Er hat den rausgemacht, packt einen goldenen rein. Sagen wir mal 40. Ne, sagen wir mal 35 Millionen, okay? 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 35 Millionen. Das würde ich dann annehmen. Oh, er nimmt das an. Perfekt. Okay, jetzt müssen wir den nochmal für 15 Milliarden Gems wegtraden. Und dann haben wir einen Profit, Leute, von... ich meine, 50 Milliarden müssen wir den wegtraden. Dann haben wir einen Profit von 15 Milliarden. Das meinte ich. Perfekt, Leute. Warte, dann nenne ich nochmal kurz in 50M Gems um. So. Gut, okay. Dann versuchen wir erstmal jetzt nochmal die weiter wegzutraden. Ne? Machen wir aber erstmal weiter, aber mit dem Pixel Dragon Rainbow, bevor wir weitermachen mit dem Pixel Demon, ne? So, okay. Gibst du mir für den 20 Millionen Gems Lean? Also, wir haben gerade Lean angetradet, oder? Bin ich lost oder haben wir gerade Lean angetradet? Ich glaube, wir haben Lean angetradet. Gut, dann bleib stark, Lean. Da bin ich lost. Tut mir leid. Mal weiter mit Boruto, der uns eigentlich auch richtig fett Gems gegeben hat. Packen wir mal Pixel Dragon rein, okay? Er hat jetzt einen Pony reingemacht. Okay, leider will er nicht traden. Verdammt. Machen wir weiter mit Kazleel. Gibst du mir irgendwas, so 20 Millionen Gems für den Pixel Dragon? Oder ein Gegenoffer? Du gibst mir dafür 10 Millionen Gems. Nee. 1 Milliarde Gems? Ich glaube, der verschreibt sich die ganze Zeit. Okay, Kazleel, wir können. Okay. Weißt du was? Komm. Dann packen wir doch mal den Golden da rein, ne? Wir sind ja nicht ehrenlos, ne? Ich weiß nicht warum, aber er gibt mir 1 Milliarde Gems dafür oder trollt er mich? Ich glaube, er wollte mich
gerade trollen. Ich glaube, er wollte mich gerade trollen, hat verkackt. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen, wieso er mir für solche Müllpads eine Milliarde Gems gibt. Okay, ich glaube, es wird jetzt Zeit, erstmal nachzuschauen. Beziehungsweise erstmal versuchen, dann erstmal Pets billig bei anderen Leuten zu kaufen, wie wir gerade das beim goldenen mein Pixel-Demon gemacht haben. So, was schreiben die Leute hier in den Chat? Wisst ihr was, komm, ich schreibe mal in den Chat, buying. Können wir Hippomelons kaufen? Schreiben wir mal einfach buying Hippomelon for 1.5B Gems. Hier, schreiben wir mal das hier in den Chat. Vielleicht kommt tatsächlich jemand und will die kaufen. Das wäre vielleicht tatsächlich eine Sache, die wir machen. Das wäre wild, wenn wir jetzt schon Hippomelon bekommen können. Das wäre eigentlich schon wild. Trade me. Okay. Also, wir traden wir erstmal kurz Roblox irgendwas, okay? So, da Roblox KXT können wir nicht. Give me. Give unterstrich me da. Aber wir auch nicht machen, weil er gerade im Trade ist. Add exclusive and you win huge cat. Was? Ich glaube, hier scammt jemand. Okay, Silly Dupe hat mich angetradet. Was geht ab? Was geht ab? Pixel Rosa in Dark Matter. Na, wie viel hat das vor allem reingestellt, der? Wie viel sind das? 45 Milliarden Gems, dankeschön. Nee, der Dark Matter Pixel Rosa ist halt nicht gut, der. Weil der wird halt nicht getradet. Der wird halt nicht getradet, so einfach ist es. Deswegen den kaufe ich auch nicht. Lass mal nachschauen, was die Leute überhaupt in die Trades reinlegen, die sie traden wollen. Vielleicht können wir ja sogar was davon upgraden. Mit den 1,5 Milliarden Gems, die wir jetzt haben, ne? So, er packt ein paar Hellish Axolotl in Dark Matter rein, ne? Wartet. Also ein Hellish Axolotl in Dark Matter sind 100 Millionen Gems. Er packt die rein für 1,5 Milliarden. Was, Bruder? Ich glaube, das ist nicht so wild, Bruder. Also generell, die Pets, die sind nicht sowieso nicht so gut. Ne, die sind sowieso mittlerweile wertlos. Deswegen könnten wir die Person eigentlich skippen. Weil keine Ahnung, wer will bitte diese Hellish Axolotl noch? Ist die Frage. So, Rikulav, packst du irgendwas Gutes rein, was ich mir gönnieren kann? 1,5 Milliarden Gems. Damit kann ich leider nichts anfangen. Weil ich will ja Gems geben, ne? So, Aminex, bruh. Gibst du mir irgendwas? Ist jetzt die Frage. Hey, oh Gott, scammt der arme Lolli, der arme Lolli. Ich hab doch gesagt, hier wird gerade gescampt in der Lobby. Give me add one Hippomelon, then you win a huge cat. Ob der Typ ist immer noch ein Scammer. Best Bank wins huge festive cat. Ah, okay. Okay, der Typ gibt eine Pixel Cat, einen normalen Pixel Dragon, einen Haxolotl, einen Hexigator, einen Haxolotl. Das sind die Pets, die er traden würde. Das Ding ist ja, das sind keine guten Pets, für die man auch traden könnte eigentlich, ne? Man könnte vielleicht diese Pixel Cat für den Schnapper holen. Ansonsten aber, na. Frage ist halt, wer kauft die Pixel Cat dann aber auch, ne? Weil dadurch, dass es ja ein Basic Dark Matter Pet ist, ist es halt auch absolut easy, das hier zu bekommen, ne? Das könnte man vielleicht kaufen, wenn man so einen Bundle kauft, ne? So aber leider Gottes nicht, ne? Wen können wir jetzt noch antraden? Ich habe keine Ahnung. Machen wir einfach mit Mr. Luca weiter. Geht nicht. It's Naruto. Ich schreibe mal in den Chat einfach Buying Pets. Ich schreibe mal in den Chat Buying Pets. Vielleicht traden mich ja tatsächlich jemand an. It's Naruto hat mich jetzt sogar abgelehnt. So traurig. Will aber nicht irgendwie jemand zufälligerweise meine Pets, irgendwie mir Pets geben zum Abkaufen. Wie wär's dann, wenn wir mit YouTube XX weitermachen? Ne? Vielleicht packt er irgendwas in den Trade rein, was wir kaufen können. So ein Dark Matter Dings, wie nächstes so machen. Den Dark Matter. Ne, er packt einen Hippomelon rein. Ja, den kann ich nicht kaufen. Ich kann ja mal aufwand vielleicht für den Hippomelon. Hier 1,5 Milliarden Gems. Vielleicht macht er das sogar. 25. Ja, moin. 25B für den Dark Matter Hippomelon, der. Okay, jetzt will er einen Pixel. Oh, einen Demon und einen Center Porsen dabei da. Wartet mal kurz. Also ein Pixel Demon war 600 Millionen Gems wert. Wie wär's dann, wenn wir erstmal 550 Millionen rausmachen, okay? So, bin ich los, Digga. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, perfekt. Das würde ich machen. Weil, Center Porsen ist sowieso nicht der Burner, ne? Keine Frage. Der Pixel Demon aber, den könnten wir für einen Schnapper abholen. Er hat jetzt einen schlechteren Pixel Demon reingemacht. Damit kann ich absolut gerne leben. Da habe ich kein Problem mit. Und wir haben den Schnapper gemacht, Leute. Nice, jetzt können wir den Dark mit der Pixie Demon nutzen und den dafür 100 Millionen Gems extra verkaufen, der geldmachende Boss. Warte, sorry, nein, Pet. Nennen wir ihn 600M Gems. So, und traden wir erstmal ein paar Leute an. Wie ist er mit Martin Probest? Gibst du mir 600 Millionen Gems? Ne, er will den gratis haben. Dann bleib stark, Martin. Machen wir dann weiter mit Please Pet. Hier Pixel Demon. Gibt es dafür einen Pixel Wolf in Gold? Für Demon ist hier nochmal normal. Pixel Wolf in Gold kriegt man, glaube ich, aber auch nicht so gut weg. Das ist das Ding, oder? Meint ihr, Pixel Wölfe kriegt man weg in Gold? Der ist halt in Gold vielleicht 12 Millionen Gems wert. Packen wir mal das weg. Dann machen wir mal 10 Millionen, okay? Machen wir mal 10 Millionen Gems. Vielleicht nimmt das denn ja an. Weil den kriegt man vielleicht für 10 Millionen Gems weg. Vielleicht auch für so 13 oder sowas. Und die kriegt man eigentlich gar nicht weg. Das ist das Ding. Oh, den. Das würde ich gar nicht annehmen. Der Trade ist Plörre. So, okay, machen wir weiter damit, Martin, nee, haben wir schon, Pet, hatten wir schon Insect Warfare ist der nächste, geht nicht. Bilal, Bilal Talk, ach, keine Ahnung. Pixel Demon hier, du gibst dafür einen Hedgehog Slot, nein. Das ist bei Gott kein guter Trade. Jungle Elf Player, geht nicht. Oma Gerda, geht auch nicht. Ikip in, geht auch nicht. Und Chosen YouTube, okay, brauchen wir nicht. Gut, okay, das tut erstmal den Server, Leute. Gut, Leute, schreiben wir erstmal in den Chat, so. Selling, Dark, warte, ich schreibe mal DM, okay. DM Pixel Demon for 600M Gems. So, und let's go. Hoffentlich werde ich jetzt angetradet. How much do you buy? Ich glaube, die meine ich mich, verdammt. I buy? Er buys? Okay, warte. Dann traden wir erstmal PSP HX irgendwas an, ne? So. Ei, ich dachte, er kauft. Er kauft dann doch nicht. So traurig. Warte, so. Bam mal ein bisschen in den Chat, ne? Hoffentlich will das jemand annehmen. Oder trade mich sogar am besten an. Setting Dark Matter Pixel only 500M. Das können wir upgraden. Warte,
Isok. Isok, wo ist der? Finde dich. Ist der überhaupt auf dem Server? Er ist nicht mehr auf dem Server. So traurig. Egal, jetzt stellen wir erstmal ein paar Leute an, packen wir erstmal unser Pet rein. Hoffe ich, geben die mir dann erstmal 600 Millionen Gems. So, gibst du mir erstmal 600 Millionen Gems für Pixel 7. Er packt erstmal 2 Pixel 7 in Rainbow rein. Nee, in welcher Welt macht das bitte Sinn? Egal, aber wir weiter dann mit den Typen. Na, den haben wir, der hat uns sowieso abgelehnt. Bill Voires. Gibst du mir erstmal den hier? Irgendwas für den hier? Er packt eine Astralaxe rein. Und dann packt er noch so, okay, komm, let's go. Jetzt packt er wieder rein. Leben ist hart. Weil das Ding ist halt, ich glaube, der ist nicht mal 70 Millionen Gems wert. Jetzt packt er einen Hellestrahl-Axolotl. Okay, der Astralaxe ist ein Dark Matter, 30 Millionen Gems anscheinend wert. Der hier wissen wir sowieso, der ist keine 300 Millionen Gems wert. Der war, glaube ich, 40. Deswegen kein guter Trade. Machen wir dann weiter mit 00 Coke. Geht nicht. Psycho-Killer. Hat mich ignoriert. You-Lol. Geht nicht. GMP Niragu. Gibst du mir Pixel Demon 600 Millionen Gems? Warum geht's nicht rein in den Trade jetzt? Perfekt. Er hat abgelehnt. Verdammt. So, jetzt Luzi. Gibst du mir 600 Millionen Gems? Ein Pony? Wollen wir mal. Ach, vielleicht wollen wir alle meine Pets reinmachen, alle meine Gems reinmachen. Für den Pony, weil vielleicht jetzt ja funktioniert. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. So, Jerson als nächstes. Gibst du mir 600 Millionen Gems gegen den Pixel Demon? Eine Keyboard Cat? Ich meine, ich kann auch von mir aus hier was adden. So, den hier und dann mal den hier adden. Attacke. Wird er das annehmen, ist die Frage. Wird er das annehmen? Nein, hat gecancelt. So traurig. Machen wir dann weiter. Mit Warren 3WE geht nicht. Hat Hasus, Hashus. Hab ich ignoriert. Rip Bacon. Hab ich auch ignoriert. Das doch, das. Isok Lost. Hier. Pixel Demon. Gibst du? Bruder, gibst du 600 Millionen Gems? Also, Isok. Elsok eigentlich. Elsok, nicht Isok. Gibst du Please Pets? Ich bin nicht Please Pets, ich meine Please Gems. Leider nicht. Verdammt. Rip. Ach, hab ich schon mal getradet. Lost. Ist vielleicht. Machen wir mit Rip weiter. Okay, mit Rip weiter. Geht nicht. I'm Bake. Verdammt. Gago. Geht nicht. 00 Sprite. Müssen wir noch 11 Sekunden warten. So, jetzt aber Sprite. Gibst du mir Pixel Demon Sachen? Einen Lava-Skorpion? Wir können ja mal kurz hier alle meine Coins, ich meine alle meine Gems reinmachen und einen Center Pause rein. Attacke. Machst du, Bruder? Wahrscheinlich nicht, Digga. Okay, jetzt ist auch dumm gewesen, hätte das gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich kann ja nichts Besseres machen, Digga. So, RPX geht nicht. Keith Lewis. So, gibst du mir 600 Millionen Gems für den Pixel Demon? Hallo? Ja, jetzt perfekt. Okay, eine Pixel Demon in Rainbow. Okay, 2 Pixel Demons in Rainbow. Oh mein Gott. Mit Leben ist hart. Machen wir dann weiter mit PSPH. Oh, warte, warte. Bin ich lost? Wieso trade ich? Wieso counter hoffe ich nicht dafür? Bin ich lost? Wieso counter hoffe ich nicht gegen die, ich meine, für die Pixel Demons? In Rainbow bin ich lost? Egal, PSPH, was gibst du mir für den Pixel? Der Lucky Cat. Ich meine, für den Lucky Cat gebe ich das gerne. Ich glaube, die Lucky Cat war sogar besser, oder? Verdammt, der hat abgelehnt. Tatsache, die Lucky Cat waren 9 Milliarden Gems. Dann stellen wir nochmal kurz Keith Lewis an. Geben ihm erstmal 200 Millionen Gems und vielleicht gibt er mir tatsächlich was Gutes. Ne? Oder auch 100 Millionen. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Warte, er packt sogar hier 2 rein. So, warte. 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Gibst du mir für 200 Millionen Gems die beiden? Ah, verdammt! So, okay, machen wir dann weiter. Mit A. Geht nicht. Tall Guy. Verdammt, meine ich auch nicht. Bell Nieren können wir auch nicht antraden. Und Fake Texon. Gibst du mir 600 Millionen Gems für den Pixel Demon? Packt den Storm Agony rein. Das ist, ich kann dafür nicht enden. Ich meine traden. Ich meine offern. Genau, offern. Deswegen, ich glaube, das wird kein Trade, leider Gottes. Ja, das ist kein Trade. Gut, wir dürfen wieder den Server switchen. Ich werde direkt angetradet. Okay, Your Copy. Willst du mir 600 Millionen Gems für den Pixel Demon geben? Warte, er will den da? Okay, warte, warte. Packen wir mal 10 Millionen Gems rein. Mal gucken, was er draus macht. Das sind 100 Millionen. Upsala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Ist jetzt richtig? Ist jetzt richtig. Perfekt. So. Ich schreibe mal in den Chat Pixel Dragon. So. Wenn Pixel Dragon in Rainbow kaufe ich für 10 Millionen. Ah, dann gib mir den. Nice. 10 Millionen Profit gemacht, Leute. Jetzt müssen wir nur noch für 10 Millionen Gems. Nein. Ah. Ja, okay. Der geht weg. Komplett reingekackt einfach. Ich meine, hier der Astralax wird in Rainbow. Der wartet sich 10 Millionen Gems wert. Aber ich will ja natürlich Profit machen. Warte, der will den verkaufen. 100 Millionen Gems. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Gib mir jetzt mal 100 Millionen Gems, Digga. Also, ich würde es annehmen. Der Midnight-Axolotl brauche ich nicht unbedingt. Das ist lächerlich. Okay, machen wir weiter. Machen wir weiter. PH Pass geht nicht von Game. Ach, den haben wir gerade angetradet. Weißt du was? Komm, geben wir den erstmal eine Pixel Demon. Vielleicht will er dafür trade. Nein. Oh mein Gott, schlimm. DBRX. Gibst du mir 600 Millionen Gems für den? Er packt einen M2-Prototypen für 2 B-Gems. Wer kauft das? Wer soll das kaufen? Wer soll den kaufen? Ich will nur M2-Prototypen für 1 B-Gems. Wer soll das kaufen, DBRX? Wer soll das kaufen? So, machen wir weiter mit GG Man. So, hier. Pixel Demon. Der gibst du mir dafür 600 Millionen Gems. Irgendwas im Wert von Pixel Demon. Was ich dann auch wegtraden könnte. Okay, den Pixel Demon. Warum? Wieso packt er den jetzt in den Trade rein? Das ist meine Frage. Ich meine, wir können von mir aus erstmal für den offern, ne? Packen wir mal. Weißt du was? Komm. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hä? Okay, was? Wieso hat er den jetzt rausgepackt? Was? Also, das ist ein freches Angebot von mir zwar. Wirklich, das ist wirklich ein freches Angebot von mir, ne? Aber der Typ ist lost, glaube ich. Deswegen hoffe ich, dass er den annimmt. Das angenehm wird, das Angebot. 1B Gems. Okay, der ist das andere lost. Der ist das andere lost. Der ist nicht das lost, was ich haben möchte. Der ist doch dieser. Wisst ihr, es gibt so eine Lost-Szene.
Skala, okay? Es gibt so eine Lost-Skala, okay? Hier ist das Gute, das, was ich ausnutzen kann, wofür die man viel zu wenig Geld, also für die ich dann halt so Pets richtig billig kaufen kann. Und hier ist das Lost, das die komplett einfach overpayen. Auf diesem Lost ist der. Okay, easy. Gibst du mir hier 600 Millionen Gems für den? Okay, Huxlotte und Infinite für die. Dafür will ich nicht mal traden. Für den Pixelwerfer für normal auch nicht. Dafür will ich nicht mal traden. Ja, nee, dafür will ich nicht mal traden. So, okay, traden wir jetzt mal hier jetzt erstmal Fly This an. Müssen wir noch warten, der. Iacopigi, nee. Lava Poll, nee. PHP geht auch nicht. Sie hat mich wieder angetan. Ja, komm, der geht weg. So, Arsch Bartolo. Gibst du mir 600 Millionen Gems? Nein. Du gibst mir eine Rave Crab für 2,5 Milliarden. Ich meine, können wir machen hier so, oder? Die ist 1,7 Milliarden Gems jetzt. Das heißt, es wäre. Nein, verdammt. Oh, Mann. So, warte, darf ich einen Toll von mir? Can I have. Ach komm, der geht weg, Mann. Geh weg, GG, Mann. Janan 3. Ist hier Pixel 7. Gibst du mir dafür was? Orca? Wir könnten dafür. Ich nochmal hier 1, 2. Ach, verdammt. Wir hätten dafür sogar traden können. Einen fairen Trade machen können. So, Escalona. Geht nicht. Sie haben wir schon angetradet. Vergesst es. So, ich hab gerade eine Person weggedrückt. Nein, es tut mir leid. Nein. Oh mein Gott. Das war unlucky. Das war unlucky. Ich hoffe, der tradet mich wieder an. Okay, Rip Entzug jetzt nächstes. Hab ich abgelehnt. Yanni Carolomina. Das gibst du mir für den Pixel Demon. Also gibst du mir 600 Millionen Gems Piece für den Pixel Demon. Den Hedgehog sollte. Oh, das ist auch wieder so ein Kack-Trade. Und nee, weg damit. So, dann weiter mit Jenny Love Andre. Geht nicht. Warte, oder? Nee, doch, geht nicht. RPH Noob. Gibst du mir 600 Millionen Gems. Er packt den Nature Dragon rein. Ja, gut, hat abgelehnt. Leben ist hart. Machen wir dann weiter mit Bacon May. Gibst du mir bitte Pixel Demon 600 Millionen Gems, please? Nein, der hat mich abgelehnt. Das ist sehr traurig. Dann Poggers und kann ich antraden. Gut, dann müssen wir erstmal den Server switchen. Nemuel schreibt, er kauft die für 600 Millionen Gems. Das ist perfekt, Leute. Das ist wortwörtlich perfekt. Hier, traden wir ihn an, der geben wir den hier. Let's go. Gib mir die 600 Millionen Gems. Let's go. Das ist perfekt. Das heißt, wir haben erstmal den hier dann auch erstmal weg, Leute. Ja, perfekt. Dankeschön, Nemuel. Dankeschön für den Support. Dankeschön. Das ist Glück, dass wir direkt auf dem nächsten Server direkt schon den loswerden, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, Leute, versuchen wir erstmal hier ein paar abzukaufen, ne? Ein paar Dinger zu kaufen. Ich glaube aber, diese Demon zu kaufen, wird ein bisschen schwerer sein auf diesem Server, weil dieser andere Typ die ja für mehr Gems abkauft. Und ja, ansonsten aber. Könnt ihr auch versuchen, den dezenter Post wegzutraden, Leute. Für wie viel meint ihr, sollen wir das wegtraden? 10 Millionen, 5 Millionen, für 70 Millionen, 80 Millionen, 25, 2 Milliarden. Der ist 60 Millionen? Weißt du was, komm, wir werden Shayan vertrauen, okay, dass er 60 Millionen Gems hat. Das Ding ist halt, für mich ist er, in meinen Augen, ist er komplett wertlos. In meinen Augen ist es ein Pet, was man verschenkt. Mehr ist es nicht. Aber okay, probieren wir es erstmal für 60 Millionen Gems wegzutraden. Und wenn es halt auch Trades gibt, die halt ein bisschen runter sind, das heißt, wenn ich auch Pixel Dranks oder sowas dafür bekomme, nehme ich die Danke dann, ne? Machen wir weiter. Bisschen fangen wir jetzt mal an mit dem Rundtraden. So, HT Sonic können wir nicht antraden. Zeisky geht nicht. Kyle hat mich abgelehnt. PHR Jail. Gibst du mir was für eine Setup Pause? Also gibst du mir überhaupt. Okay, er packt einen Angels rein. Das ist kein guter Trade. Nee. Gut, muss ich ablehnen. Machen wir dann weiter mit Denil. So, was gibst du mir für einen Center? Pause. Muss mir unbedingt die 60 Millionen geben. Du kannst irgendwas dafür geben. Jetzt mal ehrlich, der. Lemuel, was gibst du mir für einen Center? Pause. Hat mich gecancelt. Das ist ein Lebenshart-Moment. So, dann machen wir erstmal weiter mit Alpha Star. Was gibst du mir für einen Center? Pause. Den Pony. Den Pony kann ich nicht hinbekommen, leider. Deswegen muss ich sogar canceln. Ach, mein Leben ist hart. Lady Sue geht nicht. Clark. Ja, den haben wir schon angetreten. Ach, egal, komm. Hier ist Center Pause. Gibst du mir für den irgendwas? Weil, wenn er mir dafür 60 Millionen Gems geben würde, das wäre sehr wild. Und er hat abgelehnt. Leben ist hart. Machen wir dann weiter mit SPHT Ghosty Girl. Gibst du mir 60 Millionen Gems für den Center Pause? Du gibst mir, okay. Er packt Center. Okay, sie packt Center Pause auch rein. Das heißt, auf mich wird gerade geflext, Leute. Nein! So traurig, so traurig. Auf mich wird einfach geflext. Okay, machen wir mit Black Israx. Geht nicht. Spam-Name geht auch nicht. Spam-Name geht auch nicht. Marshmallow hab ich angetreten. Warte. Komm, willst du den gönnen? Pack den Huge Cupcake rein. From Janne. Okay, Bruder, nice. Leben ist hart. Dann machen wir weiter mit Crash Kosiakele. Gibst du mir 60 Millionen Gems oder irgendwas anderes? Wirklich, du musst mir nicht mal 60 Millionen Gems geben. Er macht Accept. Das ist sehr stark. Dann erstmal P2ManHero. Gibst du mir einen Center Pause? Irgendwas für einen Center Pause, meine ich. 100 Millionen? Du kannst auch nicht 60 machen. Ich meine, ich nehm's an. Ich nehm's an. Ich nehm's an. Für 100 Millionen Gems. Nehme ich's dankend an. Keine Frage. Nein. Was hat mich aber angetradet? Warte. Wir traden aber gleich P2 an, weil die Person hat noch irgendwelche Pixel Wolf in Rainbow reingemacht. Warte, das können wir machen. Pixel Wolf. So. Wie viel ist ein Rainbow wert? 60 Millionen Gems. Warte, wie viel ist ein. Ach komm, ist egal. Wir nehmen einfach die 60 Millionen Gems an, okay? Ist egal. Oh nein, die Rainbow Pixel Wölfe wären besser gewesen. Sehe ich gerade. Die Person hat ja irgendwie 4 Rainbow Pixel Wölfe reingemacht. Oh, das wäre besser gewesen, hätten wir die Rainbow Pixel Wölfe angenommen. Dann hätten wir 30 Millionen pro Rainbow Pixel Wolf bekommen. Jetzt haben wir trotzdem 60 Millionen mit denen bekommen, was eigentlich trotzdem nice ist. Wir hätten aber mehr bekommen können. Ah, Leben ist hart. Leben ist hart. Gut, switchen wir nochmal den Server. Okay, dann wird direkt von Legend angetradet. Ah, nein, perfekt. Verdammt, meine ich. So, okay. Wisst ihr was? Komm, wir traden einfach ein paar Leute an. Hoffen wir mal, dass die jetzt mal irgendwas verkaufen, ne? So, hat mich abgelehnt. Dann AJ64. Hast du irgendwas zum Anbieten? Eine Keyboard-Cat. Lass mich nachschauen. Ich glaube, eine Keyboard-Cat war 1,5B, ne? Packen wir mal 1400.
0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, wird er das annehmen, ist die Frage. Weil ich würde damit 100 Millionen Gems Profit machen, wenn ich das so machen würde. Hat abgehend, verdammt. Wollen wir dann weiter mit Mu? Geht nicht. Slayer? Geht auch nicht. Lil Quinn? Gibst du mir irgendwas? Eine Milliarde Gems. Das kann ich leider nicht annehmen, weil ich will ja auch Gems wegtraden. Das ist das Problem. Oh, Legend hat mich jetzt angetradet. Was geht ab? Das ist ein Lebensabmoment. So, Leute, meinte ich soll nachschauen, was hätte für 100 Millionen oder für 500 Millionen Gems traden? Weil wenn wir 500 Millionen Gems gehen, dann kriegen wir bessere Trades. Ich glaube aber vielleicht sogar 200 Millionen. Und wie viel war nochmal hier ein Pixel-Demon-Wert in Dark Matter? 600 Millionen. Ich glaube, ich gehe dann doch lieber auf 500 Millionen, ehrlich gesagt. Aber ich könnte auch auf 100 Millionen gehen und dann auf die Rainbow-Pixel-Wölfe gehen. Denn das Ding ist halt, die Rainbow-Pixel-Wölfe, die sind halt auch 100 Millionen Gems wert. Ich glaube, mehr Leute haben Rainbow-Pixel-Wölfe. Ja. Ich mache dann natürlich weniger Profite pro Pixel-Wolf, pro Rainbow-Pixel-Wolf. Dafür aber kriege ich die wahrscheinlich einfacher, würde ich schätzen, ne? Deswegen, komm, gehen wir einfach für 100 Millionen Gems. Packen wir einfach 100 Millionen Gems in den Trade rein, ne? So, und hoffe mal, dass irgendwas Gutes bei rumkommt, ne? Was gibst du mir für 100 Millionen Gems? Den höllisch akzeptierten Dark Matter. Ich will den nicht mal anfangen rumzutraden, das ist das Ding. Ich habe keinen Bock auf den. Okay, den Pixel-Demon. Den Pixel-Demon. Okay, okay, let's go. Okay. 100M for DM Pixel-Demon. Nathan. Warte, was? Nee. Machen wir daraus so 60, okay? 1, 2, 3. So machen wir daraus 60. Weil die normalen wegzutraden wird eine Qual sein. Der goldene wird ziemlich easy sein, aber die normalen wegzutraden wird eine Qual sein. Na, dann sage ich 40, okay? So, hier, dann sage ich 40. Hallo? Da jetzt. Dann sage ich 40, weil die normalen wegzutraden ist eine richtige Qual und 60 Millionen für eine goldene zu traden, das mache ich nicht. Das ist nicht gut. Das ist kein Profit für mich dann. Ah, verdammt, Nathan hat's mitbekommen. Tja, ich wollte Nathan hops nehmen, das ist so traurig. Egal, machen wir mit T, geht nicht. Lab Moba Akko. Hallo? Ja, jetzt perfekt. Was gibst du mir für 100 Millionen Gems? Ne, Rave Crab? Warte, komm. Warte. 100M for RB Demon Lab Mobako. Let's go, komm. 100M for Rainbow Demon. Komm schon. Nein, mach doch nicht bereit. Ich hab doch in den Chat geschrieben. Okay, er hat abgelehnt. Verdammt. Machen wir weiter mit Legend. Was gibst du mir für 100 Millionen? Ne Bunny. Ich glaube, der war auch gerade so Cat to Huge Cat. Das ist ein nebenser Moment. Machen wir mit PSPH Venom. Müssen wir noch 20 Sekunden warten. So, jetzt PSPH Venom. So, okay. 100 Millionen Gems. Oh, warte. Nee. Nein, ich wollte das nicht. Sorry. Wir machen es nochmal, okay? Ich habe zu wenig. Okay, 1, 2, 3. So, jetzt. 500 Millionen Gems dafür. Let's go. Verdammt. Machen wir weiter mit Roplex. Geht nicht. Ian But Diff. Geht auch nicht. Sky Savers. Hier, was gibst du mir für 100 Millionen Gems? Ein Pony? Ja, da kann ich ja nicht voraufhören. Es tut mir leid, Bro. BKN Fujinomiya. Was gibst du mir für 100 Millionen Gems? Auch nichts. Verdammt. Machen wir mit Akatsukizikakura. Hat mich abgelehnt. Daisy. Was gibst du mir für 100 Millionen Gems? Warte, nee. 1, 2, 3. So, sorry. Hab zu spät gesehen. Jetzt ist es. Komm schon. Oh, perfekt. Wir haben den Pixel Demon wieder bekommen, Leute. Jetzt haben wir einen weiteren Pixel Demon, der für 600 Millionen Gems weiterverkauft. Ja, Mann. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal weiter mit dem Pixel Demon hier, ne? Warte, so. Nehmen wir kurz den 600M Gems um. So. Und versuchen den erstmal jetzt wieder wegzutraden. So, machen wir weiter mit It's not you, Andrea. Okay, Bruder. Okay, was gibst du mir für. Also, gibst du mir jetzt den Pixel Demon. 60. Ja, Digga, los. Gibst du mir jetzt 600 Millionen, meine ich. 600 Millionen für den Dark Matter Pixel Demon. It's not you, are Andrea. Oder gibst du irgendwie einen Trade, der so auf dem Level ist? Vielleicht sogar höher. Ich glaube, It's Not You Are Andrea will mir vielleicht ein paar Gems geben. Man hat ja vorhin diesen Gem-Geräusch gehört, ne? Vielleicht packt ja er oder sie halt diese Gems rein, ne? Oder nee, warte. Okay, vergesst, ich wollte gerade sagen, vielleicht waren es doch die Sounds von Glittering, aber ich habe ja kein Glittering, also waren es doch die Sounds von dem Gem-Ding, das er versucht die ganze Zeit reinzupacken. Ich hätte abgelehnt. Ach nee, das sind die Sounds von dem Brunnen. Lost. Das sind nicht Gems gewesen, die ich aufgehoben habe, das waren einfach Gold-Coins. Lost. Okay, Dark Ranger als nächstes. Was gibst du mir für, gibst du mir überhaupt irgendwas für einen Pixel Demon? Hippomellen? Hippomellen waren 2D Gems. Okay, er hat den rausgemacht. Komm schon. Gib mir 600 Millionen Gems. Ah! Nein. Okay, machen wir weiter mit Nephilim. Gibst du mir bitte 600 Millionen Gems für einen Pixel Demon? Schon. Komm schon, Nephilim. Okay, er packt 2 in Rainbow rein. 3, 4 in Rainbow. Jetzt wieder nur 3 in Rainbow. 5 in Rainbow? Wollen wir mal 500 Millionen. Warte, 1, 2, 3. Wollen wir mal 5 Millionen Gems Counter aufhören? Vielleicht gibt er mir die ja für 500 Millionen Gems. Nein, verdammt. Dann müssen wir die Server switchen. Okay, der Typ schaut mich schon so an, als ob er irgendwas kaufen möchte. Der wahren Gamers. Der schaut mich schon an, als ob er irgendwas verkaufen möchte. Hi, Poggy. Okay, dann will er vielleicht doch nichts kaufen. Okay, trade erstmal Gravian. Hat mich abgelehnt. Rijamia. Was? Okay, jetzt. Gibst du mir 600 Millionen Gems für einen Pixel Demon? Okay, sie packt erstmal einen Pixel Demon hier rein. Die Person hat jetzt abgelehnt. Verdammt. Machen wir erstmal weiter mit Kelvins. Pixel Demon in Dark Matter. Hippomellen dafür. Ich bin nicht reich genug, um für den Hippomellen zu traden. Aber vielleicht könnten wir das mal ausprobieren, ne? So, let's go. Würdest
würdest du es annehmen? Das Ding ist ja, ich bin ja 300 Gems under, 300 Millionen Gems under. Aber, oh, es funktioniert. Es funktioniert, Leute. Wir haben den Hippomellen gegrabt. Den können wir jetzt für 2 Milliarden Gems verkaufen. Sehr, sehr schön. Ich bin minus 0 Gems. Das ist sehr wild. Nice, jetzt haben wir den Hippomellen. Jetzt können wir den erstmal für 2 Milliarden Gems wegtraden. Hoffentlich wird das gut laufen. So, mal weiter mit Preston. Hier ein Hippomellen, der. Gibst du mir irgendwas Gutes? Verdammt. So, dann NLS Yuri hat mich ignoriert. Uchiha Itachi. Hallo, da jetzt. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippomellen? Okay, einen Dark Matter 2, 3 Dark Matter. Okay. Na, 3 sind zu wenig. Ich hatte gehofft, dass er jetzt 5 Dark Matter reinmacht. Das hätte ich instant angenommen. Weil dann hätten wir insgesamt einen Profit von 2,4 Milliarden Gems gemacht, ne? Das wäre sehr wild gewesen. Aber 3 sind zu wenig. 3 sind leider zu wenig. Aber weiter mit PHGN Mitiro. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippomellen? Aber weiter mit MT Moonjok. Dann kommt der SFK. Aber weiter mit 3 Reihen. Ja, geht nicht. Twinny. Geht auch nicht. NXP. Hat mich abgelehnt. Burat. Gibst du mir meine 2 Milliarden Gems, please? 2 Pixel Demons in Rainbow gegen den Hippomellen. Das ist echt kein guter Trade. Mal weiter mit PHGN Chess. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippomellen? Ne, er hat leider abgelehnt. So traurig. Gut, machen wir dann weiter mit KKK Pogi. Gibst du mir 2 Milliarden Gems? Okay, einen Rainbow Pixel 2, 3 Rainbow Pixel Demons. Hier Rainbow Pixel 5, Rainbow Pixel Demons. Und den Imperial Axis hat den Rainbow. Ne. So, mal dann weiter mit wahren Gamers. Wahren Gamers. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippomellen? Und der nimmt einfach nur an. Das ist so traurig. Gut, machen wir dann weiter mit Mark W. So, da Mark W geht nicht. Penge Piso. Gibst du mir irgendwas für 2 Milliarden Gems? Eine Keyboard Kit. Ich glaube, das wäre los. Ja, das wäre los. Gegen den Orca wäre es auf jeden Fall los. Nein, nein, nein. Orca ist schlecht. Orca ist schlechter Trade. Weil beide sind halt 1,5. Ich glaube, der Orca war 1,7 Milliarden Gems wert. Die Keyboard Kit waren 1,5 Milliarden Gems wert. Das heißt, ich hätte in beiden Fällen Minus gemacht. So, XXX Belly als nächstes geht nicht. Und DBX Tanjiro als letztes hat mich abgelehnt. Müssen wir erstmal die Server wieder switchen. So, Leute. Traden wir dann erstmal wieder ein paar Leute an, ne? Traden wir erstmal TG8EM an. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippomellen? Nein. Verdammt. So, machen wir dann weiter mit Roblox Boy. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippomellen? Das ist lebes Happen mit dieser Trade. Er packt 5 Dark Matter Hellshark Slotte rein. Ich meine, der Wert von Hellshark Slotte ist sowieso absolut kacke und da packt er nur so wenig rein. Oh, er hat mich wieder angetradet. Okay. Interessant. Willst du jetzt dafür traden? Er packt einen Pixel Rosa in Dark Matter rein. Okay, das muss ein Troll sein. Jetzt hat er sogar selber gecancelt. Okay, das muss ein Troll sein. Gut, Loot war als nächstes. Geht nicht. Rob Ridde. Hab ich ignoriert. Sova. Was gibst du mir für den Hippomellen? Ah, ich sehe den Trade. Der ist echt nicht gut. Nee. Gute Nacht. Bleib stark. Sova, gute Nacht. Okay, machen wir weiter dann mit Scary Ben. So scary. Geht nicht. Pintax XD. Geht nicht. Honza. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den, Hippomellen? Die Keyboard kennt ist nicht gut. So, machen wir damit jetzt mit Rolix Piso. So, geht aber nicht. Kuba Sophie. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Müll? Nee. Irgend so ein Müll. Irgendwelche Shenanigans. So, wie wär's dann mit Spagat? Gibst du mir 2 Milliarden Gems? Gib den Hippomellen auch. Okay. Und jetzt? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich versuche ja, den wegzutraden. Dann packt die Person ihren eigenen rein. Warum auch immer. Wild. Leben ist hart, echt. Wow. Sehr, sehr stark Spagat. Machen wir da weiter mit Adam Killer. Geht nicht. Spam-Name. Gibst du mir 2 Milliarden Gems? Eine Festive Elfen. Das ist echt kein guter Trade. Gut, ich lehne ab. So gut, machen wir dann weiter mit Matjasek. Geht nicht. Turistastem. Bersko. Geht auch nicht. Spam-Name auch nicht. Und Ahuman ist vom Server geliefert. Das war neben Summit. Ich versuche jetzt nochmal kurz in den Chat zu schreiben. Selling Hippomellen for 2B Gems. 2 Milliarden Gems will ich den sellen, Leute. Oh, Adam Killer hat mich angetradet. Let's go, komm. Gibst du mir 2 Milliarden Gems jetzt für den Hippomellen? 20 Millionen. Komm schon, mach die 2 Milliarden. Komm schon, Adam. Na, 200 Millionen. Bruder, hat er bemerkt, dass er sich verschrieben hat, bitte? Komm schon, bitte mach 2 Milliarden raus, Adam Killer. Ja gut, er macht keine 2 Milliarden Gems raus. Dann ist das ein Lebenshammer mit. Gut, okay. Selling Hippomellen für 1,9 Milliarden Gems. Der Typ ist so ehrenlos. Ich spam, dass ihr den Chat keine mit deinen Nachrichten sehen. Ich will meinen Hippomellen für 2 Milliarden Gems verkaufen. Ja, dazu kauft mein Hippomellen. Kauft schnell mein Hippomellen. Nein, du musst 6 Sekunden lang warten, bevor deine weitere Nachricht schreiben. Verdammt. Okay, machen wir weiter. Machen wir weiter mit dem Spam-Arenon. Gut, dann wir müssen, glaube ich, den Server switchen, um den weiter zu verkaufen. Gut, dann switchen wir erstmal den Server. Gut, dann schreiben wir erstmal den Chat. Oh, warte, ich wurde direkt schon angetradet. Okay, willst du mir vielleicht 2 Milliarden Gems für den Hippomellen geben, meine ich? Den Koala. Nur Koala wäre even. Aber ich glaube, ein Koala wird eher getradet. Komm, machen wir. Machen wir. Koala ist halt genauso viel wert wie ein Hippomellen. Okay. Ja, komm, let's go, komm. Wir machen. Komm, wir machen. Ich nehme auch einfach nur den Koala, Bruder. Das Ding ist halt, Hippomellen und Koala sind gleich viel wert. Aber der Koala ist halt gefragt als Hippomellen. Deswegen, das wäre ein sehr gutes Upgrade. Packt doch 63 Millionen Gems. Ich glaube, er möchte gleich den Koala wegmachen und dann erstmal diese Pets da reinmachen, oder? Ich glaube, das ist sein Plan. Und wenn das sein Plan ist, dann ist es ein Lebensabend. Dann werde ich ganz, ganz schnell erstmal ablehnen.
Und ja, Leben ist hart. So, okay, schreiben wir erstmal in den Chat hier, Leute. Selling Hippo Melon for one. Was sind die for 2B Gems? So, das ist jetzt mal in den Chat, Leute. Let's do them go. So, kauf meine Hippo Melons, Leute. Kauf meine Hippo Melons. Will ich jemand meine Hippo Melons kaufen? Please, please, please Hippo Melons kaufen. So gut, traden wir einfach jetzt mal Leute an, ne? Weil niemand will mich antraden, leider Gottes. So, traden wir erstmal Jonas an. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippo Melon? Keyboard kennt. Nicht gut, nicht gut, nein. Er hat sogar selber gecancelt. Irgendwas mit Bot? Hab ich abgelehnt. Dupsen. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippo Melon? 2 Millionen. Ich glaube, du hast dich verschrieben. Dupsen to be, not to M. Vielleicht willst du sie dann ändern, bitte. Was für 2 Millionen? Ich brauche 2 Milliarden. Auch nicht 20 Millionen. 2 Milliarden. Not 20 M. To be. Okay, jetzt endet er noch ein paar andere Pets. Oh nein. Oh nein, oder? Komm, bitte end doch einen. Gut, ich glaube, damit keine 2 Milliarden Gems leider Gottes enden, okay? Gut, machen wir weiter damit Expresse. Also, ist das komm. Ich warte, wenn wir auf Expresse warten, schreibe ich noch weiter in den Chat, Leute. Ey, wollt ihr doch alle schon mal einen Hippo Melon kaufen, Leute, ne? Wollt ihr alle schon mal einen Hippo Melon für 2 Milliarden Gems kaufen, ne? Trade me, schreibt Polantieke. Okay, können wir liebend gerne machen, ne? Können wir liebend gerne machen, Leute. So, hier, kaufst du mir den für 2 Milliarden Gems ab. Nein, da weiß ich nicht mehr, verdammt. Dann machen wir einfach mit Febixec, meine ich weiter. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippo Melon? Dann gib mir irgendwelche Hellish Axolotl. Dark Matter, ist es so schlimm. Diese verdammten Hellish Axolotl, Mann. Wirklich, sobald ich diese Hellish Axolotl sehe, ne? Keine Ahnung, ich sehe, dass der Trade kacke wird. Oh, schlimm. So, okay. Trade mir nochmal Polantieke an. Vielleicht will er jetzt dafür traden, ne? Weil ich hab die ganze Zeit Please Trade. Ich weiß nicht, ob er mich meint. Er meint nicht mich. Verdammt. Weil mit Igor. Oh, warte. Expresse geht. Lol. Gibst du mir irgendwas für den Hippo Melon? So 2 Milliarden Gems für den Hippo Melon. Den Pterodactyl. Ich habe aber kein Huge. Ich kann auch nicht anderes geben. Ich kann legit nur das offern, Bruder. Ich kann legit nur das offern. Ich habe kein anderes Pet. Oh mein Gott. Und wenn er arbeitet mit Igor. Geht nicht. Xaveri YouTube. Gibst du mir 2 Milliarden Gems für den Hippo Melon? Koala. Nehme ich an. Attacke. Nehme ich an. Nehme ich an. Nehme ich an. Attacke. Verdammt. Nein. Komm jetzt, Attacke. Attacke rein. Okay, hat ihn wieder rausgemacht. Oh nee, nicht diese Pets. Oh, ich kann mit den Pets nicht anfangen. Das ist zu schlecht. So, machen wir weiter mit Gabriel. Gibst du mir bitte 2 Milliarden Gems? Die Yeehawket, warte. Die Yeehawket wäre 6 B-Gems. Wollen wir das probieren? Wollen wir unser Glück probieren? Vielleicht nimmt das ja an. Vielleicht nimmt das ja an. Verdammt, nein. Michael. Müssen wir noch 30, 40 Sekunden warten. Ninja Chrissy, gibst du mir jetzt please 2 Milliarden Gems für den Hippo Melon? Oh nein, ich sag's so, wie es ist, Leute. Jedes Mal, ich sehe diese verdammten Hellish Axolotl, ne? Und Bruder, einfach nur Bruder, was soll ich sagen? Ich sehe immer diese Hellish Axolotl, der mir nur so, Bruder. Oh, schlimm. Traden wir jetzt mal Michael an. Geht nicht. Hubert Polska. Geht auch nicht. Flipper the God. Geht auch nicht. Matthäus. Geht auch nicht. Und Wojtek Pro. Was gibst du mir für einen Hippo Melon? Ne, die Cupcake in Gold. 2 Cupcakes in Gold. Okay. 3 in Gold. Hier nochmal einen normalen Cupcake. Noch einen zweiten normalen Cupcake. Das ist echt blurre Trade. So, und nochmal Peter Minecrafter. Müssen wir noch eine halbe Minute warten. Komm, warten wir noch eine halbe Minute auf ihn. Du bist aber Peter Minecrafter. Komm. Bitte. Bitte, please, Pet. Bitte, please, OP-Pet. Nicht OP-Pet, sondern OP-Gems. Obwohl, OP-Pet würde ich auch annehmen, ehrlich gesagt. Ja, gut, aber ich glaube, er ist AFK. Gut, dann switchen wir wohl doch nochmal den Server. Und der hat mich sogar abgelehnt. Nein! Gut, Leute, traden wir erstmal ein bisschen herum, Leute. Traden wir erstmal King an. Hoffen wir. Oh, warte, nee. Ich schreib's erstmal in den Chat. Genau. Selling Hippo Melon for 2B Gems. Vielleicht schreibt ja jemand dann so: Ja, Mann, Bruder, ich möchte traden. Schon, Leute, wollt ihr nicht traden Renown? Wollt ihr nicht traden Renown, Leute? Alle meine Homies lieben es zu traden Renown. Tja, Leben ist hart. Gut, keiner will mich traden. Deswegen traden wir einfach selber, Leute, an. Rimur. Gut, Rimur ist AFK oder so. Keine Ahnung. Sing Janice, können wir nicht antraden. Zeraki the Creator. Hab mich abgelehnt. Ferelk. Ich glaube, Ferelk ist auch AFK. Machen wir jetzt mit Drake. Hab mich abgelehnt. Teacher Mitten. Bist du mir bitte 2 Milliarden Gems für den Hippo Melon? Oder überhaupt Pets für den Hippo Melon? Ich würde auch gerne Pets annehmen für den Hippo Melon. Was ist das? Oh mein Gott, schade Schokolade. Schade Schokolade. So, machen wir da weiter mit GGS. Einfach Gemeinschaftsgrundschule, wie das heißt. Huge Pumpkin Cat. Leben ist hart. Machen wir weiter mit Pink Geden. Geht nicht. Kingdoms. Machen wir da weiter mit Give Ash Aim. Geht auch nicht. Melon Collector. Geht auch nicht. Du willst doch meine Melon collecten, dachte ich. Nein. Egal, Yoguazi. Geht auch nicht, oder? Nee, doch, geht. Hippo Melon hier. Bitte gib mir dafür 2 Milliarden Gems aber nur. Oder du gibst mir 7 Milliarden Pixel. Die sind doch nicht 500 Millionen Gems wert. Der ist ein Dark Matter, 600 Millionen Gems wert, aber noch nicht in Rainbow. In welcher Welt ist der bitte in Rainbow 500 Millionen Gems wert? Okay, 2 von denen in Rainbow und nochmal 819 Millionen Gems. Das Ding ist, er ergibt mich hier halt 1 Milliarde Gems. Ich schreibe mal 1B Gems Add, weil das sind nur 1 Milliarde Gems, die er halt hinzugefügt hat, ne? Das ist das Ding. Deswegen, das sind zu wenig. Das ist zu wenig. Er packt nochmal hier 40, 50 Millionen Gems wert. Schwierig. Nee, es ist kein guter Trade, Bruder. Du zahlst die Hälfte von dem, das du eigentlich geben müsstest. Das ist das Problem. Machen wir weiter mit Stanley, meine ich. Geht nicht. Achan Angel. Was gibst du mir für einen Hippo Melon? Hat mich abgelehnt. Verdammt. Dann als nächstes erstmal. Wo ist er hin? Da ist er. Uwu. Müssen noch 4 Sekunden warten. So jetzt? Genau jetzt. Perfekt. Bitte gib mir die 2 Milliarden Gems. Please. Please. 1,2 Milliarden Gems. Na, add 800 Gems or Pets worth that much. Aber das Ding ist halt. Na, das ist halt nicht so der Burner. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, er packt leider keine Ads rein. Auch leider kein so guter Trade, ne? Leider Gottes. So, machen wir dann weiter mit Ezekiel. Gibst du mir 2
Milliarden Gems für den Hypomelon. Gar nichts. Oder warten wir noch ein Sekündchen. Vielleicht packt er noch was dazu. Gut, scheint so, als ob er nichts dazu packt. 143 Gems. Leben ist hart. Machen wir da weiter mit MVP 1. Geht nicht. PH Pochi. Geht auch nicht. Warte, nee. So Speedmaster, genau. Hab ich abgelehnt. James McKay geht auch nicht. Und TTC Demon geht auch nicht. Dann dürfen wir wieder den Server switchen. Ja, Mann. Okay, ich wurde von I don't know angetradet, ne? Willst du mir 2 Milliarden Gems geben, please? Oder was machst du? Was machst du? Oh mein Gott, er gibt mir 2 Milliarden Gems. Oh mein Gott. 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 Oh, Leben ist schön. Oh mein Gott, Leben ist schön, Leute. Oh, wunderbar. Jetzt haben wir 2 Milliarden Gems, Leute. Oh, das hat nur 10 Jahre gedauert. Oh mein Gott. Das ist irgendwie, Leute, das ist natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann liked das Video, abonniert den Kanal. Schau mal Victor 2 vorbei. Schau mal meiner Pet-Simulator X-Player vorbei. Und schau mal Boss Victor 7 beim Schneider vorbei. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Bleibt stark und ciao.